Nächste Rednerin in unserer Debatte ist für die Fraktion Die Linke unsere Kollegin Dr. Dagmar Enkelmann. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stelle fest, eine Mehrheit des Hauses sieht die Würde des Bundestages bedroht. Und es stellt sich die Frage, wodurch fühlen Sie sich so bedroht? Also durch Abgeordnete, die sich zum Beispiel mit einem T-Shirt zum Protest gegen Stuttgart 21 bekennen. Schwerwiegende Störung, Eskalation. Also, Herr Kaster, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Eine Mehrheit fühlt sich auch bedroht, unter anderem dadurch, dass Abgeordnete der Linksfraktion hier im Plenum Bilder von Kindesopfern gezeigt haben und sie alle an deutsche Verantwortung erinnert hat. Das im Übrigen, nachdem ein Gedenken für diese Opfer von Kindes hier im Bundestag von den anderen Fraktionen abgelehnt worden ist. Das war unsere Form des Gedenkens an diese Opfer. Das ist Verletzung der Ordnung, der Würde des Bundestages. Ich jedenfalls kann das nicht erkennen, und ich verteidige das ausdrücklich, Herr Kollege van Essen. Wissen Sie, wann ich die Würde des Bundestages verletzt sehe? Ich sehe sie dann verletzt, wenn hier politische Entscheidungen im Haus getroffen werden, die auch was mit Artikel 1 Grundgesetz zu tun haben, nämlich mit der Würde des Menschen. Dann, wenn zum Beispiel Menschen hier in ihrer Würde verletzt werden, die arbeitslos sind. Die ganze Hartz-IV-Gesetzgebung ist ein würdeloses Verfahren in diesem Haus gewesen. Oder wenn es um Menschen geht, die Flüchtlinge sind. Oder wenn die Lebensleistung von Menschen im Osten hier ignoriert werden. All das ist würdelos in diesem Parlament. Wie oft haben wir hier Debattenkultur erlebt, die mit der Würde des Bundestages nun wirklich herzlich wenig zu tun haben. Gucken Sie sich mal Protokolle an, gucken Sie sich Zwischenrufe an. Das hat wirklich mit Würde des Hauses wirklich überhaupt nichts zu tun. Nein, Sie wollen die Linke disziplinieren, das haben wir natürlich schon gemerkt. Dass Sie dabei höchst verfassungsrechtlich bedenkliche Wege gehen, das beeindruckt Sie wenig. Gesetzlich wollen Sie unter anderem jetzt eben auch den Sitzungsausschluss bis zu 30 Tagen regeln. Das beschränkt das Rede- und Stimmrecht frei gewählter Abgeordneter. Das heißt, das Rederecht, das Stimmrecht für Abgeordnete wird sozusagen zur Verfügungsmasse einer Mehrheit in diesem Haus. Wahrlich eine verfassungsrechtlich genehme Regelung. Das ist ein Verstoß gegen die im Übrigen ausdrücklich im Grundgesetz verankerte freies Mandat der Abgeordneten. Und das trifft im Übrigen auch auf das Ordnungsgeld zu, unter welchen Voraussetzungen, aus welchen Gründen, in welcher Höhe Ordnungsgeld verhängt wird, das bleibt offen und bleibt damit ein willkürliches Instrument. Es besteht kein angemessener Rechtsschutz, zum Beispiel die Möglichkeit der Anhörung des Betroffenen. Schließen Sie aus, das findet überhaupt nicht statt. In einem Rechtsstaat ist das eigentlich undenkbar, ein solches Verfahren. Im Bundestag ist das möglich. Und der Berichterstatter des Verfassungsgerichts, Herr Professor Broos, teilt unsere rechtlichen Bedenken an dieser Stelle, aber eine Klärung im Ausschuss, wie von uns vorgeschlagen, mit einer Anhörung zum Beispiel, mit Anhörung auch von Professor Broos, einem solchen Vorschlag haben Sie sich ja verweigert. Ja, da kann ich nur sagen, wer nicht hören will, muss fühlen, dann eben vor dem Verfassungsgericht. Danke. Next.